Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Donnerstagmorgen. Einen wunderschönen. Ich habe jetzt offline nochmal schnell den Steyr da fertig rausgezogen, den Xerion plus kleinen Johnny nach Hause zurück zum Hof gefahren. Und wir müssen uns jetzt beeilen, damit wir zu unserem Tucano kommen. Der ist nämlich schon wieder mal voll. Hoffentlich weiß ich den Weg noch. Der Fußgänger beeilt sich auch mal wieder gar nicht. Hinten kommt ein Traktor, vorne kommt ein Auto. Ist ihm komplett wurscht. So, hier müssen wir eigentlich, glaube ich, schon wieder hoch, soweit ich weiß. Ich hoffe, es kommt jetzt mal einfach kein... Ja, okay. Wenn man vom Teufel spricht, da oben kommt schon wieder eins. So. Der Weg ist nicht, zum Glück nicht allzu weit, also... Wenn wir das Gaspedal gut durchlatschen, dann dürften wir eigentlich schnell hinkommen. Was fährt da auch noch rüber? Ist der eigentlich komplett? So, wieder unübersichtliche Stelle, da kommt schon wieder ein Auto. Ach du Scheiße, ach du. Oh Gott. Okay, da kommt Berg, jetzt werden wir aber durchlatschen. Schaffen wir noch? Ne, 50 schaffen wir nicht mehr, aber 45 geht da auch. Also ich fahre schon mal ein bisschen nach rechts hier. Wenn da jetzt gleich ein LKW oder ein Auto kommt. Oh, da kommt eins. Auch nicht. Boah, wie knapp das immer ist. Aber wir kommen vorbei. So, hier vorne geht's ja, glaube ich, schon drin. Ja, da vorne geht's rein. Oh, da kommt immerhin jetzt dann gleich kein Auto mehr in den Weg. Ah, der Weg ist richtig da vorne. Jetzt sind wir schon in Tucano. Das heißt, wir haben uns nicht verfahren. Ist schon mal nicht schlecht. So, ich bin auf dem Weg, ich bin gleich da. So, da hinten steht er, dann machen wir schon mal die Plane auf. Und wir rennen hier. Ich habe ihn ja, glaube ich, soweit ich weiß, so eingestellt, dass er während Abtanken stehen bleibt. So, bremsen wir schon ein bisschen ab hier. So, ja, ich bin da daher, sie können dort Röhrchen ausfahren. Und ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah rangefahren. Oder. Oh, geht sogar. Okay, ich glaube, er entlädt. Und er bleibt stehen. Das ist natürlich wunderbar. Gucken wir gleich mal weiter, was wir denn noch zu tun haben. Ja, der ist dann bald leer. Hier müssen wir noch weitermachen. Aber ich setze jetzt erstmal den Fan hier an. Hat der jetzt... Ach, der hat den Update, ne? Stimmt. Deswegen dachte ich gerade, der hat irgendwie einen anderen Klang gehabt. Aber ja. So, warte mal, wir machen hier. Ich vergesse mir die Kurs. Egal. Hier haben wir, soweit ich weiß, noch keinen Kurs. Das heißt, wir machen einen neuen. Das ist... Bis zur Zeit... das ist das Feld 86. Vorgewendet zweimal 6 Meter, das passt. Ja, das sieht auch gut aus. Da muss ich die. Ach, deswegen hat der Fall. Ah. Ich hatte den Rückwärtsgang drin. Ah. Okay, dann ergibt es Sinn. So, wir schalten schon mal an, lassen wir schon mal runter. So, und da wünsche ich dir viel Spaß. Wir speichern den Kurs nochmal. Unterstrich F 86 6 Meter. Mir hat das passt, das nehmen wir so an. Da wünsche ich dir viel Spaß. Wir machen jetzt hier weiter. Denn wenn der Fan dann gleich auf dieses wunderschöne Feld kommt, dann müssen wir hier auch mal schon mal fertig mit dem Düngen sein. Oh. Lassen wir das Auto nochmal vorbei. Okay, den auch. Okay, wieder über den Error von der Map. Egal. So, wir fangen jetzt hier mal an zum Dünger streuen. Oh. Das war natürlich 1A. Ich bin viel zu hoch gefahren. So, jetzt passt es auch hier.
Zack. Und er wird hier längs gefahren. Ja, drei Bahnen und er hat oder zwei Längsbahnen oder ganze Bahnen, so, dann ist es richtiger Ausdruck. Und eine kleine Bahn und dann haben wir das Feld fertig gedüngt. So, perfekt. Mit dem nächsten Geld müssen wir dann auch dringend gucken, dass wir uns dann auch wieder Felder kaufen, weil jetzt sind ja eigentlich dann Schweindels geplant. Aber weitere Felder ist natürlich auch eine wichtige Sache. Wir können ja mal gucken, weil ich glaube nicht, dass ich die 248.000 nur für Schweine ausgeben werde. Weil dann haben wir so viel, die können wir uns nicht halten. Aber ja, dann wird auf jeden Fall noch ein bisschen Geld übrig bleiben und da wird, glaube ich, schon das eine oder andere Feld zum Kaufen sein. So, heute mache ich nicht Ausdruck fahren, sondern heute fahre ich mal durch mein, was heißt meine, aber durch den Weg, halt eben durchs Holz hier. Ach du Scheiße. Er hebt vorne leicht ab, darf man nicht allzu schnell fahren. Die linke Tür ist auch irgendwie voll weiß. Egal. Da vorne kommt gleich wieder irgendwo ein Hopp oder? Ne, waren wir schon drüber. Okay. Okay, da war einer. Egal. Und jetzt der weiße Ding jetzt immer noch? Immer noch ein bisschen hält die Tür. Egal. Warte mal, kann man hier schon düngen? Oh, das geht schon. Das ist natürlich perfekt. So, das heißt, wir haben ja eigentlich den Kurs gemacht. Düngend, zack, zack. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Jupp, der macht es. Der hat es auch schon gleich. So, zum kleinen Johnny will ich nämlich. Und zwar werden wir jetzt auch schon mal anfangen mit dem Schweinchenkauf. Muss ganz kurz nochmal nachgucken, dass wir auch wirklich einen Schweinehof besitzen. Ja, das wird der hier. Das besuche ich jetzt einmal ganz kurz, weil ich möchte das angucken. Ah, hier ist eine Tür, die kann man die aufmachen. Oh, die geht sogar auf, perfekt. Ah, ich komme nicht raus. So. Was ist das denn hier? Sind das Silos? Das ist irgendeine Anlage, keine Ahnung. Ah, wir haben hier sogar noch ein Silo. Tech Farm, okay. Zwei dicke Michelin-Reifen, so wie es aussieht. Haben wir schon alte, sehr alte. Ja, das ist doch ein relativ schöner Schweinchenhof. Hier kann man sogar Hühner. Ja, das passt doch. Die Einfahrt. Ja. Ja, das dürfen wir mit dem kleinen Johnny. Ups. Dürfen wir mit dem kleinen Johnny auf jeden Fall hinkriegen. Da ist er auch schon. Der werden wir jetzt den gleich mal schnappen. Frontler lassen wir natürlich zu Hause. Ja, zu Hause. Haben wir nicht irgendwie. Ah, ich stelle ihn einfach hier rein. Hier ist noch ein freier Platz, das passt. Das stört da glaube ich auch keinen. Ich würde ganz kurz vor der Gabel kurz ab. Jetzt gibt es jetzt mal ein bisschen Problemchen. So, passt. Und kommen hier auch wieder raus. Ich hätte ihm gerne ein Gewicht spendieren. Und ganz kurz gucken, haben wir hier noch irgendwo ein. Oh, wir haben sogar noch eins übrig. Das ist natürlich wunderbar. Oder nicht, ist eigentlich die, nee, das ist, wir haben tatsächlich noch eins übrig, gell? Hat er gerade gesehen, was an den Fan dran gehört, aber der hat ja sein Fan-Gewicht. Der Xerion braucht keins, der Steier hat seins, der große Johnny hat seins. Oh, dann hat jeder sein Gewicht. Oh, sieht doch gleich viel besser aus. So, jetzt ist nur die Frage, sollen wir uns den kaufen oder wollen wir uns den Tierwagen mieten?
Das ist halt jetzt eben die Frage. Haben wir denn irgendeine Mod mit drauf? Oder ist es. Was sind die denn dann drin? Ah, Tiertransport. Ah. Wir haben jetzt keinen Mod drin, aber da tut es auch der Standard auch. Wie viele Schweine gehen da mit? 9 Stück. Ja, das passt. Sieht es doch, das ist doch gut so. Die Frage ist halt, was kommt uns billiger? Den zu kaufen oder den zu mieten? Ah, nee, den kaufen wir uns, weil wir wollen ja die Schweine auch teilweise züchten. Und da brauchen wir auch wieder irgendeinen Transporter, um die dann wegzubringen. Und da jetzt mal wieder einen mieten, das ist ja dann auch nicht so der Sinn und Zweck. Und wenn wir gerade das Geld schon haben, dann können wir uns ja einen kaufen. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo ist hier der Tierhändler? Ah, der Viehhändler. Hier vorne. Ach, das ist ja gleich um die Ecke. Also das heißt hier runter, da, darin, davor. Ja, das kommt mir eigentlich sehr gut. Oh, der Johnny und. Oh. Bin ein bisschen hängen geblieben. Der Johnny und der Fan sind fertig. Ich werde jetzt einmal den hier ganz oben einfach mal kurz hier stehen lassen, weil das stört ja keinen. Ja, an sich sieht es gar nicht mal so schlecht aus, aber hier vorne sind wir noch ein paar Stellen, wo ich gerne noch gedüngt haben möchte. Funktioniert das? Ach, das funktioniert gar nicht, lol. Aber die Stellen hier kann ich noch düngen, teilweise auf jeden Fall. Okay, ja, das tut schon so wie es ist. Ja, muss ja auch nicht jedes Pfitzele hier gedüngt sein. Auf die Prozentchen kommt es dann auch nicht mehr an. So, da vorne steht auch schon gleich. Gott. Ich wollte eigentlich gleich zum. Also, Herr Kollege, das hast du aber. Das muss ich nochmal auf jeden Fall nacharbeiten, weil das kann ich ja gar nicht sehen hier. Der hat jetzt auf jeden Fall auch einen anderen Sound bekommen. Das höre ich doch sofort. Vorher hat er den Standard-Sound gehabt und jetzt hat er auch einen ganz anderen. So, das nehmen wir natürlich nochmal mit hier und da vorne das Stückchen. So. Zack. Fass den Klammer zusammen. Dann fahren wir den gleich runter, würde ich sagen. Aber ich hoffe, ja, okay, wir kommen heute auf jeden Fall nochmal zum Schweinchenkauf. So, den fahren wir dann nochmal runter. Aber oh, ich habe vergessen, was sie da kam. Also in Inland sieht, wenn der Tank vorne dran ist. Okay, muss ich jetzt auf jeden Fall abbremsen. Wobei in Ausland sieht sich hier im Wald auch nicht gerade so viel mehr. So, hier vorne sind wir auch schon. Oh, hier ist ein starker Operator. Vorne sind wir auch schon wieder. Ich will hier nichts anziehen, aber egal. So, hier dürfen wir eigentlich, soweit ich weiß, auch schon einen Kurs haben. Ist nur die Frage, was machen wir hier drauf? Aber. Ich würde sagen, Sojabohnen. Weil die Schweinchen, soweit ich weiß, brauchen Sojabohnen, deswegen sage ich, wir hauen einfach mal Sojabohnen drauf. Sojabohnen, zack, da dürfte ja die Tankfüllung auf jeden Fall noch ausreichen. Das Feld 8, ja, ich hab's noch richtig, Feld 80. Da haben wir auch schon den Kurs parat. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Macht das? Ja, der macht's, passt. Wo steht der? Nee, da. Den brauche ich jetzt. Und zwar muss ich ja. Möchte ich gerne das restliche, was hier angesiedelt wird, nochmal düngen. Dass hier überall zwei Düngerstufen drauf sind. Dann haben wir nämlich nachher beim Vorspulen nur noch Unkraut, was wir beseitigen müssen.
Nur ansonsten nichts mehr. So, einlenken. Ja, das geht perfekt. Und hier vorne haben wir auch noch eine riesige Fläche, wo wir was hinplatzieren können. Das heißt, wenn wir mal viel Stroh übrig haben, kann ich das Zeug von der nordfriesischen Marsch mit raufnehmen und da hat. Oh, ich könnte eigentlich. Ich fahre da nochmal rückwärts. In dem Viehzeller da brauche ich da nicht mal die ganze Bahn. Das lohnt sich gar nicht. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Zack, dann passt's. So, ich werde jetzt einfach hier ein bisschen mehr in der Mitte fahren. Und er wird auf jeden beiden Seiten gut gedüngt. Oh, da war die kleine Dölle im Boden. So, das da, zack, passt. So, dann ist das Düngen hier abgeschlossen. Das einzige, wo wir dann nochmal zum Düngen hin müssen, ist da, wo jetzt der Fan gerade am Ansehen ist. Da fahren wir jetzt auch nochmal schnell den Johnny runter. Und dann kommen wir endlich zu den Schweinchens. So. Oh, jetzt kommen wieder die ganz holprigen Stellen. Kommt ein Auto. Es kommt ein Auto. Oh, ich bin noch umgekommen. Schnell vom Betonmischer hier auf die Wiese. Passt. So. Anbremse drin. Oh, so. Motor aus. Der ist am Dreschen, passt. Da sind wir. So. Perfekt. So, kommt da was? Ne, da kommt nichts, das passt. Ah. Mann, ich will doch nur meine Schweinchen jetzt kaufen. Ich fahre jetzt einfach hier nochmal schnell zu dem Hof runter. Geht jetzt hier? Ja, das geht hier rein. Ja, genau, gleich hier rechts ist er dann. Ich fahre jetzt aber gleich zum Tierverkäufer. Oder Viehhändler, sagen wir mal so. Ach, der geht direkt rein. Ja, moin. Das ist ja praktisch. Müsste man ja eigentlich die Schweinchen auch einfach nur rüber treiben müssen. So, warte mal, wo kann man hier? Das sieht ganz gut aus. So, jetzt ist die Frage, kann ich das Teil aufklappen? Oh, das kann ich aufklappen, perfekt, weil das sieht ein bisschen realistischer noch aus. Okay, aber ich kann es nur runterklappen, oder? Ich kann, okay. Handbremse drin und dann und zack. Die schaut irgendwie nicht gerade so gesund aus. Ja, dann nehmen wir die Rose an hier. Zack, 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 zack. Okay, zack, bestätigen. 13.000, wir haben jetzt 9 Schweinchen. Also das ist doch, glaube ich, gar nicht schlecht. Die Plane lassen wir noch vorher drauf, damit sie nicht ganz so viel Sonne abbekommen, wenn wir hier jetzt woanders sind beim Abtanken. Steuer, da ist der Steuer. Oh, das wird jetzt ganz spannend, ob wir alles in die Anhänger reinkriegen oder ob wir einmal abfahren müssen. Das wäre natürlich angenehm, wenn wir alles reinkriegen würden. Aber wenn nicht, dann, ja, dann kann man auch nichts machen. So, Kollege, ich bin wieder da, du kannst mich wieder befüllen. Ich warte jetzt aber, bis der vordere Anhänger voll ist. Weil dann wechsle ich gleich auf den hinteren, dass er den auch nochmal voll füllt. Oder befüllt. Also, weil ich weiß, geht vorne nicht alles rein. Okay, dann fahre ich schon mal ein bisschen hinten plane. Uff. Und zack, wir können jetzt ganz schnell hinterwechseln. Ah, passt. Perfekt gemacht. Nein!
Ah, er ist leer, oder? Er ist leer. Ramsch. Ah, er lässt mich sogar vorfahren. Das ist natürlich. Nein, 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 nein. Oh. Also das war ein bisschen knapp, ne? Leicht hat er meine Anhänger gestriffen, aber nur leicht. Was machst du jetzt? Wo will er hin? Kollege? Ah. Oh. Oh. Glaube. Keine Ahnung, was das ist. Okay, er trifft weiter, also. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Egal. Da sind mein. Oh, ich dachte, meine Scheinchen sind nicht mehr drin, doch. Alles gut. So, dann machen wir den da hinten wieder hoch. Rundum läuft der an, wir haben einen Tiertransport. Deswegen, wir haben Sonderrechte. Ja, ja. Ist doch klar. So, oh Gott. Ich muss aber selber aufpassen, dass ich keinen Unfall baue. So, normalerweise, so wie es aussieht, fahrt hier kein Auto. Oh, wir können. Ich habe jetzt zwar nicht geblinkt, aber wir können hier gleich direkt reinfahren. Jetzt ist nur die Frage, wo kann ich die wunderschönen Sachen entladen? Damit meine ich die Schweine. Na, schauen wir mal nach, ob wir hier irgendwo unsere. Boah, das ist auf jeden Fall cool, so wie es aussieht. Hier sieht es nicht nach Tierentladung aus. Hier vorne können wir schon gleich aufmachen, das habe ich schon gesehen. Sind. Ja, Fütterung. Oh, das hat sogar Licht. Oh, das ist natürlich angenehm. Ich glaube, wir müssen sie da hinten reinpacken. Das heißt hier. Ja, da ist auch das Schweinesymbol. So. Jetzt machen wir mal die Plane auf, Leute. So, jetzt seht ihr mal ein bisschen Tageslicht. Und wenn ihr gleich wieder in den Stall reinkommt. So. So, gucken wir mal kurz nach. Schaffe ich es auch mit Innenansicht dahin zu fahren? Ich muss nur langsam. So kann ich tatsächlich besser fahren. Also wie mit Spiegel. So, ich glaube, so passt schon. Dann lassen wir den mal runter. R. Ja, zack, 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 zack. Passt. Zack. Ich glaube, die sind jetzt in unserem Schweinestall drin. Ich komme hier. Oh, da sind sie ja. Oh mein, wie süß. Will ich nicht den Arsch sehen. Egal. Ah. Die Lüfter laufen aber noch nicht. So. Zack, dann können wir das wieder hoch machen. Plane wieder drauf. Und dann holen wir den nächsten Schwung. Oh, der Fendt ist fertig, habe ich gerade gesehen. Ich höre doch hier irgendwo ein Auto. Ein LKW. Zum Glück bin ich nicht rausgefahren, Alter. Also der Herr läuft hier auch einfach ganz auf und ganz entspannt runter. So, dann sind wir wieder da, dann können wir den nächsten Schwung aufladen. So, ups. So, jetzt halt. Machen wir nochmal den Laden grün. Ja, nochmal 13.000 gibt. Oh, so, ich muss nochmal hochlassen. Nochmal 13.000 gezahlt. Also ein paar werde ich schon reinpacken. Ich glaube, so 50.000 dürfen wir schon ausgeben für unsere Schweine. Ah, ich denke mal. Ich fahre hier vorne rein und dann kann ich ja ganz entspannt drehen. Tut mir leid, Burschen, aber ich muss sie da ein bisschen überfahren. So. Schieben wir den auch nochmal rein hier. Runterlassen. Zack, entladen.
bestätigen, ist die nächste Ladung drin. Auf Auto kommt keins, hoffe ich jetzt einmal, weil ich ver- Oh, war das knapp. Alter, da kommt noch eins. Alter, war das gerade knapp. Ich dachte mir schon, ich war mir der Meinung, ich habe was gehört, aber ich war mir dann nicht mehr sicher und dachte mir, ich fahre jetzt einfach mal auf gut Glück raus. Alter, war das knapp. Junge, Junge, Junge. Zum Glück hatten wir keine Schweine drin. Gott. Das hätte ganz gut schief gehen können. Zack. Dann haben wir die nächste Ladung. Da was, ne, okay, nur Fußgänger, alles gut. Er läuft aber auch hier mitten wieder auf der Straße. Nee, nee, nee. So. Oh, wir sind auch viel zu weit drüben noch. Ja, wir haben diesmal nicht so weit ausgeholt, das heißt, wir sind nicht ganz so passend rangekommen. Oh, jetzt sieht das Ganze schon besser aus hier. So. Dann entladen wir auch die letzte Fuhre für heute. Und wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen hoch da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen hier zu einer weiteren Folge auf der Stammenbach im LS19. Wenn wir wieder mehr Schweine kaufen. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Donnerstag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.